Heute spreche ich über den weiblichen Archetyp der Priesterin. Vorneweg, er ist unabhängig von jeder Religion und Institution. Die Qualität, die Energie der Priesterin ist in jedem Menschen enthalten. Aus unserer Sicht kann uns dieser Archetyp in eine bessere Zukunft führen, denn die Priesterin trägt die große Kraft des Friedens in sich. Also bleib dran. Willkommen bei Frau Seele. Weiblich, spirituell, frei. Du hörst den Podcast für weibliche Spiritualität, die Entdeckung deines Seelenplans und für pure Freude. Als ich mich das erste Mal intensiver mit dem weiblichen Archetyp der Priesterin beschäftigt habe, konnte ich sie erst nicht so richtig greifen. Wahrscheinlich hatte ich zu viele innere Bilder, die sich auf Kirche und Religion bezogen, und ich habe das dann irgendwo damit eingeordnet. Als ich dann mit Sabine darüber sprach, war sie direkt begeistert und erzählte mir, dass sie vor zig Jahren alle Bücher rund um die Nebel von Avalon verschlungen hat und vor kurzem tatsächlich nochmal voller Begeisterung das Hörbuch, ich glaube, das waren über 45 Stunden, genossen hat. Die Hauptrolle in diesen Büchern rund um die Artus-Sage spielen wohl keltische Priesterinnen, und das muss wohl sehr magisch sein. Ich formuliere das gerade bewusst so ein bisschen vage, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ich habe das aber im Hinterkopf, denn der nächste Winter kommt ja bestimmt. Aber jetzt erstmal ganz konkret zum Hier und Jetzt. Warum sollten wir uns denn überhaupt mit diesem Archetyp der Priesterin beschäftigen? Für mich kann die Qualität, die darin enthalten ist, denn das sind ja immer bestimmte Werte und Kräfte, eine große Hilfe sein, wenn du dich beispielsweise orientierungslos fühlst. Ja, also wenn du das Gefühl hast, dass im Außen bestimmte Sicherheiten, auf die du dich verlassen hast, wegbrechen und du dich fragst, worauf, ja, kannst du überhaupt noch vertrauen? Worauf kannst du dich verlassen? Was kann dir noch Stabilität geben? Und dann kannst du hier Aspekte einer inneren Stabilität finden. Sie kann dich auch auf deiner Suche nach deiner wahren Bestimmung unterstützen. Ja, und auch generell, wenn du gerade auf der Suche nach dem Sinn von dem bist, was so alles los ist auf dieser Erde, wenn du nach diesem Sinn suchst, wenn du nach Antworten suchst. Die intensive und achtsame Beschäftigung mit der Kraft der Priesterin in dir kann dir auf diese Fragen Antworten schenken. Wie bei allem gilt natürlich, lausche achtsam und überprüfe die Antworten immer mit deiner eigenen inneren Wahrheit. Ich möchte dir nun gerne ein wenig den Archetyp der Priesterin beschreiben. Was hat sie denn nun für Qualitäten und für Werte? Also zunächst einmal ist sie das Symbol für die höchste Spiritualität, also der liebevollen Hinwendung zu allem, was ist. Ob es jetzt sichtbar oder unsichtbar ist, ne? Spiritualität, Spiritus, da ist ja auch der Geist, das Unsichtbare drin. Spiritualität ist für uns das tiefe Vertrauen in die Kraft des Geistes und die Hinwendung an etwas Größeres, was unser Verstand nicht unbedingt greifen kann. Ja, und das kann manchmal zu echten Herausforderungen führen, nicht wahr? Denn unser Verstand will ja begreifen, will messen, will etwas festhalten. Und dann kommen da plötzlich so Impulse, die nicht wirklich messbar sind. Vielleicht doch, also wenn man so in den Bereich der Quantenphysik schaut, da wird ja Unglaubliches mittlerweile auch gemessen. Aber ich sag mal, für uns Menschen, die wir hier auf der Erde wandeln und nicht gerade Quantenphysiker sind, ist das natürlich schon so ein bisschen schwieriger. Da dürfen wir lernen, uns immer mehr auf unser Gefühl, auf unsere Intuition zu verlassen. Doch dazu gleich nochmal mehr. Die Priesterin ist aus ihrem authentischen Sein auf alle Fälle verbunden mit diesen mystischen Welten, mit diesem Nichtmessbaren, mit diesem Unsichtbaren. Sie dient dem Höheren, dem Universellen, kann man im Grunde auch sagen. Sie ist eins mit allem, was ist. Und dementsprechend kennt sie auch,
nicht mehr? Fragezeichen. Das Gefühl des Getrenntseins oder des sich alleinfühlens. Denn die Priesterin weiß, dass sie mit allem verbunden ist. Und deshalb ruht sie auch so in sich. Das ist die Grundlage wahrscheinlich ihrer sehr friedlichen Energie. Wenn wir in das andere Extrem gehen, also Streit und Krieg, das entsteht ja eher aus einem Gefühl der Trennung, aus Missverständnissen, aus Angst. Und Frieden entsteht durch das Gefühl des Alleinsseins, der Verbindung, der Liebe. Die Priesterin hat sehr wahrscheinlich, so zumindest die archetypische Kraft, eine große Lebenserfahrung beziehungsweise eine Weisheit für die menschliche Existenz mit all ihren Höhen und Tiefen. Ja, und die kann sie ganz barmherzig annehmen, denn sie weiß, das ist das Leben. Sie verurteilt deshalb auch niemals. Sie liebt bedingungslos und möchte andere Menschen auf ihrem Weg zu dieser bedingungslosen Liebe und Hingabe unterstützen. Sie ist ja eine Vermittlerin zwischen den Menschen, also zwischen uns und dem Transzendentalen. Ja, ob wir das jetzt Universum nennen, ob wir das Göttliche nennen, ob wir damit auch diese Welt der Spiritualität meinen. Die Priesterin kann all das miteinander verbinden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und sie hat die Fähigkeit, Botschaften aus höheren Ebenen zu empfangen und diese dann auch an uns weiterzugeben. Durch ihre tiefe innere Verbundenheit kann sie dann mit ihren Informationen auch andere Menschen heilen und sie transformieren. Und das Spannende daran ist ja wieder, wenn wir die Kraft der Priesterin in uns aktivieren, dann können wir uns selber transformieren, dann können wir uns selber unterstützen und im Idealfall dann auch heilen. Denn all das ist ja bereits in uns, das ist ja der Begriff des weiblichen Archetyps, dass wir all diese Qualitäten bereits in uns tragen. Der Archetyp der Priesterin, der repräsentiert übrigens auch unseren einzigartigen Seelenweg. Denn die Priesterin zeigt uns, was es bedeutet, zu vertrauen, uns zu verbinden, nach innen zu gehen und die göttliche Führung und Inspiration anzunehmen, während wir unseren Weg gehen. Die Priesterin symbolisiert somit unsere höchsten Werte und unseren Wunsch, dem großen Ganzen zu dienen. Sie ist dabei sehr feinfühlig, ja, sie spürt sehr viel, sie hat sehr offene Kanäle, wo natürlich alle Informationen einströmen. Ja, sie ist mit ihrem höheren Selbst und mit dem Göttlichen verbunden. Und immer wieder forscht sie nach höherem Wissen, um es zum Wohle aller Wesen anzuwenden. Menschen, Tiere, Pflanzen, Mutter Erde, die Wesenhaften, die Geistwesen. Ja, vielleicht glaubst auch du an diese unsichtbaren Wesen. Vielleicht nennst du sie auch Feen oder Elfen. Auch das kann etwas sein oder das können Wesen sein, mit denen die Priesterin kommuniziert. Natürlich darf jede von uns da ganz in sich reinspüren, was ist da stimmig, also welche Bilder gehen mit dir in Resonanz, sodass sie dich gut auf deinem Weg zu deiner inneren Priesterin unterstützen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, und ich habe gerade die Wesen, die Naturwesen auch angesprochen, ja, die Naturverbundenheit der Priesterin, denn sie ist sehr geerdet. Und sie weiß um den natürlichen Zyklus von Mutter Erde und auch aller Planeten. Immer wenn du dich an die Magie der Priesterin erinnerst, dann darfst du dich daran erinnern, dass auch du mit dem Höheren, mit dem Universellen verbunden bist.
Und durch dieses tiefe Vertrauen in deine ewige Anbindung an etwas, was nicht unbedingt sichtbar, aber dennoch da ist, Stichwort Quantenwissenschaften, kannst du aus der Tiefe deines Herzens barmherzig andere Menschen unterstützen. Ja, dann brauchst du auch nicht mehr zu verurteilen, denn du weißt ganz tief in dir, dass du mit allem verbunden bist. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass du verurteilst, das weiß ich natürlich nicht. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass keiner von uns davon frei ist oder war. Ja, und nur was passiert, wenn wir verurteilen, andere Menschen in Schubladen stecken? Wir gehen in die Trennung und schneiden uns selbst damit eine wichtige Lebensenergie ab. Ja, gerade auch, wenn wir anderen etwas nachtragen, ihnen Schuld für etwas geben, dann haben wir buchstäblich schwer zu schleppen. Und während ich das gerade so sage, mache ich mir eine kleine Notiz im Geiste. Ja, also das bedeutet nicht, das sage ich allerdings auch gerne dir, das bedeutet natürlich nicht, keine Grenzen zu ziehen und sich alles gefallen zu lassen. Da kommt jetzt ein dickes Ausrufezeichen dahinter und meine innere Notiz ist, dass ich da an anderer Stelle gerne nochmal intensiver drauf eingehen möchte. Also, falls du magst, erinnere dich auch immer wieder an dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe. Ja, wie fühlt sich das an? Diese bedingungslose Liebe vielleicht wie ein warmer Balsam, wie ein warmer Strahl, der durch dich hindurchfließt, wenn sich dein Körper so richtig öffnet, dein Herzraum, dein Brustraum öffnet. Die Liebe, die ist die Verbindung zu allem, was ist, zu allen Wesen, zu allen Zeiten, zu allen Orten. Ja, und in die Liebe dürfen wir alle wieder zurückkehren. Und die Priesterin möchte uns dazu einladen und sie möchte uns auch dazu einladen, dass wir dem Göttlichen in uns selber begegnen. Ja, denn sie sagt, du brauchst dafür nicht nach draußen zu gehen. Du musst das Göttliche nicht im Außen suchen, denn all das ist bereits in dir. Hast du diese Ideen, diese Impulse, diese Ansichten in dir schon wahrgenommen? Bist du dir diesbezüglich schon näher gekommen? Ja, wie sieht's aus? Bist du schon dabei, die Kraft der Priesterin in dein Leben zu integrieren? Wenn du Lust hast, schreib uns doch dazu gerne mal, auch gerne mal in die Kommentare. Eine Priesterin hat Visionen. Ja, sie kann in die Zukunft sehen. Wobei es wahrscheinlich so ist, das kommt mir jetzt, aber das ist nur eine Vermutung, dass es im Grunde dann wahrscheinlich auch so ist, dass für die Priesterin alles eins ist. Ja, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, dass sie quasi auch in all diesen Zeitdimensionen gleichzeitig ist. Denn das bedeutet ja auch die tiefe Verbundenheit mit allem, was ist, nicht wahr? Da darf ich auch noch mal ein bisschen drüber reflektieren. Aber zu dem, was ich gesagt habe, sie hat Visionen, ja, die haben wir alle. Ja, diese Gabe, wir nennen das Intuition. Was machst du schon ganz intuitiv? Ja, vielleicht kennst du das auch, du begegnest einem Menschen und ganz intuitiv spürst du, der ist gut für mich. Oder, da sollte ich ein wenig auf Abstand gehen. Und das hat nichts mit Verurteilung zu tun, sondern jetzt einfach nur mit der Wahrnehmung von Energien und was für dich jetzt gut ist. Denn auch da kannst du ja einfach in Achtsamkeit dich in solchen Situationen, wenn du mit Menschen zusammen bist, die dir nicht gut tun, zurückziehen. Also wenn du merkst, da sind bestimmte Erkenntnisse da, da ist ein bestimmtes Wissen da, obwohl du gar nicht weißt, woher das kommt, ja, dann kannst du das sicherlich Intuition nennen. Die Intuition ist ja in der Chakrenlehre sehr stark mit dem sechsten Chakra, mit dem dritten Auge verbunden. Und spannenderweise hat das ja auch die westliche Wissenschaft untersucht. Also die haben sich alle Chakren angeschaut und untersucht, warum ja die so eine großartige Kraft haben. Und beim sechsten Chakra hat man herausgefunden, dass dahinter unsere Zirbeldrüse steht. Ja, das sechste Chakra, unser drittes Auge, also in der Mitte deiner Stirn zwischen deinen Augenbrauen,
steht für unsere innere Weisheit, für Intuition und die Verbindung ja zu göttlichen Informationen. Und dahinter, wenn wir tiefer gehen würden, liegt die Zirbeldrüse. Und die kannst du, wenn du magst, auch immer wieder unterstützen und aktivieren. Also je mehr du damit arbeitest, sie aktivierst, weil sie schrumpft wohl auch im Alter und sie schrumpft auch bei bestimmten Lebensgewohnheiten. Und wenn wir sie aktivieren, dann kann sie hoffentlich wieder zu ihrer vollkommenen Größe erstrahlen. Ja, und du kannst sie beispielsweise aktivieren mit einer wunderbaren Atmung, die aus dem Yogischen, aus dem Indischen kommt, namens Brahmari. Brahmari ist die Bienenatmung. Wir verlinken das unten mal und du kannst gerne aber ansonsten auch mal auf unserer Webseite frauseele.de schauen und in der Suchleiste Brahmari eingeben. Da gibt es einen ganz interessanten Artikel darüber und auch eine Videoanleitung. Und dann kannst du mit uns die Bienenatmung praktizieren und dadurch deine Zirbeldrüse aktivieren. Hilft übrigens auch super bei Ängsten und bei Stress. Es ist eine fantastische Atemtechnik. Ja, also ich hoffe, du hast ein Bild bekommen für die Priesterin, für die Kraft, für die Qualität, die sie umgibt. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz eingehen, wenn wir auf dem Weg sind, unsere innere Priesterin zu aktivieren, dann kann es natürlich auch mögliche Herausforderungen geben. Und zwei davon sind mir jetzt mal eingefallen und die habe ich notiert. So, das eine kann wirklich sein, dass es auf dem Weg zur Priesterin einen inneren Konflikt gibt. Ja, also zwischen dem, was vielleicht dein Umfeld, die Gesellschaft von dir will und erwartet, ja, und deinem Seelenweg, ja, für das, wozu du hierher gekommen bist. Denn vielleicht hast du das auch gemerkt an den Worten, die ich spreche. Ja, also wenn ich vom Göttlichen rede, wenn ich von der Verbindung spreche mit dem Universum, mit dem All-Eins-Sein. Das sind Worte, die, sage ich mal, in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich nicht in allen Gruppen, in allen Bereichen und so einfach über die Lippen gegangen sind, wo es vielleicht auch noch ein bisschen Scheu gab über diese Ansichten, über diese inneren Einsichten auch zu sprechen. Und da kann es einen inneren Konflikt geben, es kann auch eine Angst geben, ja, dadurch dann vielleicht auch ausgeschlossen zu werden, belächelt zu werden. Ach, jetzt ist sie da wieder in ihren himmlischen Sphären. Also das dürfen wir uns ganz bewusst machen. Also falls du dich jetzt angesprochen fühlst, spür doch gerne mal in dich rein. Gibt es da noch eine gewisse Scheu davor, diese Freude an diesem Weg nach außen zu teilen, also wirklich wahrhaftig diesen Weg, ja, zu kommunizieren, zu leben. Und manchmal kann es auch sein, dass es eine Schwierigkeit gibt, sich, wenn wir uns mit dieser Spiritualität und mit der Kraft der Priesterin verbinden, beschäftigen, dass es eine Herausforderung ist, weiterhin geerdet zu sein. Ja, dann kann das so manchmal wirklich so sein, dass wir wie abheben, uns immer mehr dem Himmel öffnen, diesen Eingebungen öffnen, aber die Bodenhaftung verlieren. Und wir sind ja hier auf der Erde, um verbunden zu sein. Und wir bekommen natürlich auch wunderbare Informationen von Mutter Erde. Also sollten wir immer wieder unsere Wurzeln auch nach unten ausstrecken, um geerdet zu sein, geerdet zu bleiben. Also neben der Brahmari-Atmung, von der ich bereits gesprochen habe, kann das noch eine gute Idee sein mit dieser Erdung. Und ich habe da noch ein paar weitere Ideen für dich gesammelt. Also generell ist es die Natur. Mache immer wieder Spaziergänge, gerne auch alleine, weil dann kannst du dich gut spüren in der Natur. Ja, gehe auch im Sommer in einen See oder in einen Weiher schwimmen, falls du das magst und kannst. Ja, betrachte die Bäume, die Pflanzen und höre den Vögeln zu. Ja, vielleicht hast du die Möglichkeit, gerade auch morgens, wenn du aufwachst, bei gekippten oder offenem Fenster, diese Morgenerwachen den Vögeln, dem Vogelgezwitscher zuzuhören und dich einfach, ja, darauf einzulassen, diesen Klängen zu lauschen. Und orientiere dich auch gerne an dem Mondzyklus. Ja?
Verbinde dich mit der Kraft des Vollmondes, mit der Kraft des Neumondes. Spür rein, ob das für dich stimmig ist. Und beobachte auch deinen eigenen heiligen Zyklus als Frau, was ja auch ganz gerne als Mondzeit benannt wird. Und nutze regelmäßig die Kraft der Stille. In der Stille können wir Botschaften empfangen. In der Stille können wir mit unserer inneren Priesterin in Kontakt treten. Ja, auch durch die Innenschau, durch Meditation. Und natürlich kannst du auch beten, wenn du das Bedürfnis dazu hast. Ja, auch das ist ja ein ganz natürlicher, ein sehr kraftvoller Vorgang, bei dem du nichts falsch machen kannst. Ja, bleibe einfach bei dir und spüre in dein Herz. Ja, mach aus deinem Herzen keine Mördergrube, wie man so schön sagt, und lass einfach fließen, was da heraus möchte, und verbinde dich. Verbinde dich mit einer Kraft, die du spürst. Vielleicht sind es deine Schutzengel, vielleicht ist es Gott, vielleicht ist es die Quelle, das Universum. Vielleicht hast du aber bereits auch, ja, eine geistige Gesellschaft, ein geistiges Team um dich herum, bestimmte Kräfte, mit denen du dich verbunden fühlst. Und dann sprich mit ihnen, bete zu ihnen. Beten heißt ja auch bitten. Bitte um Beistand, bitte um Begleitung. Und geh immer wieder in die Reflexion und frage dich, ob du das Leben lebst, das du wirklich leben möchtest. Kannst du das auch mal aufschreiben? Und dir jeden Tag wieder diese Frage stellen und dann in einer Innenschau warten, was für Impulse kommen. Das muss gar nichts Logisches sein. Sammel das einfach mal über ein paar Wochen oder sogar Monate und dann schau dir an, was da so alles an Schätzen zusammengekommen ist. Und überlege dir, wie du deine Talente und Gaben, die du ganz sicher hast, einsetzen kannst, um anderen Wesen zu dienen. Denn das ist ja auch der Wille der Priesterin. Und vor allem atme, atme, atme. Atme immer wieder tief und ruhig, damit du dich immer mehr spürst. Ja, über das Spüren öffnest du dich für die Kraft von Mutter Erde. Du kannst dir diese Öffnung in deinen Fußsohlen vorstellen. Vorhin sprach ich von den Wurzeln, von der Verwurzelung in Mutter Erde. Und gleichzeitig öffnest du dich nach oben über dein Kronenchakra, über deinen Scheitel, für die Verbindung mit dem Himmel und mit dem Universum. Ja, und das ist schon sehr, sehr viel, was du tun kannst, nicht wahr? Und dann vertraue, ohne etwas zu erwarten. Gehe einfach deinen Weg. Und wenn du zwischendurch stolperst, stehe wieder auf und erinnere dich, gehe weiter deinen Weg. Und verbinde dich immer wieder mit dieser Kraft, die in dir ist. Bist du bereit dafür? Wie geht's dir jetzt mit diesen ganzen Bildern? Ich habe zum Schluss noch eine direkte Botschaft von deiner inneren Priesterin für dich, so als ob sie jetzt zu dir spricht. Und spüre bitte rein, ob das für dich stimmig ist. Deine innere Priesterin spricht zu dir. Zu allen Zeiten warst und bist du mit deinem höheren Selbst, deiner Seele und dem Göttlichen verbunden. Nimm dir immer wieder Zeit, um in deinen inneren Tempel einzukehren. Indem du nach innen schaust, hörst und fühlst, erlangst du alles Wissen aus den magischen Welten, die Himmel und Erde miteinander verbinden. Folge den natürlichen Zyklen, gehe immer wieder in die Natur und verbinde dich mit Mutter Erde. Spüre ihren Boden unter deinen Füßen und fühle dich tief verwurzelt in und mit ihr. Schaue gleichzeitig nach oben in den Himmel, blicke zu den Sternen und fühle die Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Und in jedem dieser Momente fühlst du dich verbunden mit allen Universen, allen Sternenvölkern, allen Lebewesen und Wesen hier und dort und all dem,
was dein menschliches Auge nicht sehen kann. Du weißt um die Verbindung von Mutter Erde, der Sonne, dem Mond, all den Gestirnen und Wesen, die schon immer da waren und immer sein werden. Du bist angebunden an diese universellen Weisheiten und im tiefen Vertrauen darin. Du ehrst all das mit deiner Präsenz und Liebe für jeden Moment und alles, was ist, was war und was sein wird. Und ich, Bettina, wünsche dir tiefe Berührung und Unterstützung von und Freude mit deiner inneren Priesterin. Danke fürs Zuhören und alles, alles Liebe für dich. Du hörtest den Podcast für die weibliche Spiritualität, die Entdeckung deines Seelenplans und für pure Freude. Wir sind Bettina, Sabine und Frau Seele, deine Begleiterinnen auf dem Weg zu mehr weiblicher Kraft und gelebter Spiritualität. Schön, dass du dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich ein wenig inspirieren und erfreuen.